Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, nachdem wir in der letzten Folge bei Graf Grovin ordentlich Geld kassiert haben und hübsche Wappenröcke, die wir auch verteilt haben, ja, sind wir jetzt erstmal auf dem Weg zu Gerling. Wegen der Main Quest. Und um ganz böse Sachen mit ihm zu machen. Oh, und Aedan wartet vor dem Rondra-Tempel. Also erst einmal Gladys. Dass ich nicht lache. Außerdem heißt es Gilborin, Sohn des Gonduin und Obermeister der Ferdocker Felsenbeißer. Ja, ja, ich weiß. Verzeiht mir, der Herr Felsenbeißer. Ich wollte hier auch nur andeuten, dass... Andeuten, dass der Herr sich endlich verkrümeln will? Ach, wäre das schön. Bedauere. Ich habe eindeutige Anweisungen vom Grafen, nicht eher zu gehen, bis ich persönlich mit Obermeister Gilborin über die Öffnung des Zwergenviertels verhandelt habe. Der wird sich schon melden, wenn er was zu berichten hat, was den Grafen was angeht. Für die nächste Zeit ist er jedenfalls nicht zu sprechen. Ja, Gladys fällt hier hinten kaum auf. Gucken wir mal, ob der Taschendiebstahl glückt. Hey, da, was soll das? Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Noch ein Versuch? Nein. Okay. Ich wiederhole es gerne nochmal. Bis Gilborin wieder zurück ist, bleibt das Viertel dicht. Ganz klare Angelegenheit, nichts daran zu rütteln. Da kann der Graf so viel Graf sein, wie er will. Wenn es um die Sicherheit des Zwergenviertels geht, haben wir das letzte Wort. Scheinbar. Pa, so viel Engstirnigkeit ist mir während meiner ganzen Laufbahn ja noch nicht untergekommen. Ah gut, wie ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Doch ich warne euch, Graf Grovin wird über diese Neuigkeit alles andere als erfreut sein. Gerling sieht schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Grovin kann in seiner Schnickenresidenz machen, was er will. Der Zugang bleibt jedenfalls dicht. Verschwindet endlich. Also sowas sturer als das sturste Maultier. Unfassbar. Einfach unfassbar. Geheimrat Gerling, bitte wartet. Was, ich bin beschäftigt. Oh, ihr seid es. Verzeiht meine Unfähigkeit. Heute scheint nicht gerade mein Tag zu sein. Was verschafft mir die Ehre, nobler Streiter der Drachenquest? Seid gegrüßt, mein Name ist Brenno. Das weiß er wahrscheinlich schon. Kommen wir gleich zum Kern der Sache. Mein Schicksal soll mich zur Burg Grimzahn führen, an den Hofe Traldars von den Silberfällen. Man sagte mir, dass selbiger sehr zurückgezogen lebt, abgeschottet von jedwedem Kontakt zur Grafschaft. Er sollte der Einzige sein, mit dem er jemals bereit war, Unterredung zu führen, stimmt das? Ja, das kann man wohl sagen. Treiler, dieser alte Sturkopf. Er scheut die Nähe anderer. Verhandlungen mit ihm sind immer äußerst anstrengend und zeitraubend. Was genau führt euch zu dem alten Rittersmann? Ihr wisst doch von der Drachenqueste. Großes Unheil scheint in den Schatten zu gedeihen und Treiler ist im Besitz eines wichtigen Artefakts, welches das Orakel in meiner Obhut wissen will. Die Rede ist vom Drachenauge, nehme ich an. Ihr kennt es, habt ihr es gesehen, wisst ihr, wie man Treiler überzeugen konnte, es herauszugeben? Holla, immer mit der Ruhe. Ja, das Artefakt ist mir bekannt. Mit eigenen Augen gesehen habe ich es jedoch nicht. Es soll tief innerhalb der Mauern Burg Grimzahns verweilen. Gesichert durch ein ausgeklügeltes System tödlicher Fallen. Falls ihr wirklich denkt, ihr könntet Treiler das Artefakt abschwatzen, so muss ich euch enttäuschen. Das haben schon etliche vor euch versucht und kläglich gescheitert. Ähnliches sagte mir bereits der ehrwürdige Waisenfelser des Hesinde-Ordens. Ach, der alte Adat schickt euch. Sieh an, muss es wirklich wichtig sein. Er konnte mich nämlich noch nie leiden. Meine Art, Probleme anzugehen, liegt dem Guten nicht sonderlich. Er hat nie verstehen wollen, dass in der Zeit der Not nicht immer ehrlich und direkte Wege zur Rettung führen. Deswegen ist er Geheimrat Gerling. Ihr wollt also nach Burg Grimzahn und das Artefakt zu holen, mit dem Wissen, dass Treiter euch nie aus freiem Willen aushändigen würde.
dass es euch Tralda nie aus freiem Willen aushändigen würde. Was zwangsläufig bedeutet, ihr müsst es stehlen. Was stehlen? Wovon sprecht ihr da? Hört mir zu, es gibt einen alten Geheimgang tief unten am Fuß der Burg. Ich musste ihn schon des Öfteren benutzen. Wisst ihr, Brenno, ihr Sohn des Turin, meine Statur ist nicht dafür geschaffen, sich durch solche enge Gänge zu quetschen. Doch manche Verhandlung gebietet der strengsten Geheimhaltung. Nähert euch von Süden entlang der Klippen, bis ihr auf einen gewundenen Pfad kommt. Dort findet ihr einen geheimen Zugang, der euch ins Innere der Burg und somit in die Nähe des Artefakts bringen wird. Bedenkt dabei aber immer, dass dieser Ort strengstens bewacht durch tödliche Fallen gesichert ist. Habt Dank für eure Hilfe, ich stehe in eurer Schuld. Wenn die Weissagungen des Orakels zutreffen, dann stehen wir alle in eurer Schuld. Um einen Gefallen muss ich euch jedoch ersuchen. Bitte erwähnt niemandem gegenüber, dass ich es war, der euch von der Existenz dieses Zugangs wissen ließ. Nur für den Fall, dass ihr gefragt werdet. Noch etwas, in den Bergen um Burg Grimzahn wurden in letzter Zeit marodierende Orkbanden gesichtet. Waltet also mit Vorsicht auf eurem Weg dorthin. Solltet ihr noch schlagkräftige Hilfe brauchen, wüsste ich da jemanden zu empfehlen. Nasreddin, ein kampfstarker Söldner, sollte sich im Augenblick hier im Hafen aufhalten. Er hat mich in der Vergangenheit schon aus so mancher brenzlichen Situation herausgekämpft. Sehr zu empfehlen, dieser Novadi. Viel Glück. Also ja. Auge des Drachen. Suche Gerling auf. Gerling hat mir wahrlich weitergeholfen, wenn auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Immerhin hat er mir verraten, wo ich den Zugang zu einem geheimen Tunnel finde, der mich direkt in die Burg führt, damit ich das Auge stehen kann. Vielleicht finde ich ja auch noch einen anderen Weg, aber angesichts Tralders Sturköpfigkeit habe ich nicht viel Hoffnung. Ja, das Orakel schickt mich aus. Ja, das kennen wir bereits. Gut, das war das. Alles klar. Gerling nochmal bestehlen werden. Wenn ich können. Gerling scheint nämlich irgendwas Tolles zu haben. Ich habe es noch nie geschafft, ihn zu bestehlen. Und ich werde es nicht nochmal versuchen. Passiert ist passiert. So, Feldwebel Erland. Bring noch Olana bitte ein paar neue Sachen bei. So. Schwerter und so brauchst du nicht. Speere haben wir dir schon beigebracht, ja. Amazone voraus. Defensiver Kampfstil werde ich schon nicht. Finte brauchst du nicht. Niederwerfen, ne. Schildkampf besseren und ein bisschen Rüstungsgewöhnung. Geld haben wir ja gerade genug. Und sie hat auch sehr viele Steigerungspunkte, die wir jetzt verprassen können. Konstitution und Gewandtheit einen Punkt wären nicht schlecht. Noch ein Lebenspunkt oder gleich drei. Zwei Punkte in Selbstbeherrschung. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen, steigern wir das hier mal. Also 14. Ihren Säbelumgang maximieren wir. Ihren Bogenumgang maximieren wir. Zauber kann sie ja nicht. Das heißt, noch ein Punkt in Selbstbeherrschung auf jeden Fall. Und... ja, einen Punkt in Körperkraft wäre nicht verkehrt. So. Damit sollte sie jetzt ordentlich geboostet sein. Wir haben ihr einen guten Säbel gegeben. Gut, sie hat keinen so tollen Schild wie wir. Aber das sollte gehen. So. Gerling geht. Wir bitten erstmal Gladys. Och, das ist doch lang. Zu gehen. Gute Entscheidung. Rüsten uns schon mal. Geben ihr die Einbeersäfte. Du beschwörst.
Können wir das noch ein bisschen steigern vielleicht? Ja. So, dann kriegen wir ein Wildschwein. Sanyasala, nun gut. Und dann können wir das hier beginnen. Da seid ihr endlich. Ich habe die goldene Lanze nicht aus den Augen gelassen. Die Magdalentaner befinden sich noch immer in der Taverne. Seid ihr gewappnet? Ja, lass uns hineingehen. So. Die Magdalentaner. Besiege die Magdalentaner. Ich denke, jetzt ist der Zeit für den Kampf ist gekommen. Es gilt, die Magdalentaner Lenata zu besiegen und die Ausbildung Rulanas zu beenden. Da ist die Anführerin schon mal. Ah, endlich lerne ich die berühmte Rulana kennen. Aidan, du hast dir viel Zeit gelassen. Irgendwas stimmt hier wohl nicht. Woher wisst ihr meinen Namen? Was geht hier vor sich? Redet. Sieht ganz nach einer Falle aus. Aidan, Schwester. Ich habe sie euch gebracht, Meisterin, wie ihr es befohlen habt. Und glaubst du noch immer, dass sie sich uns anschließen wird? Anschließen? Niemals. Aidan, ich kann nur für dich hoffen, dass du eine gute Erklärung für all das hier hast. Haha, den Ruf, den ich in seiner Zeit in Kurkum vernahm, war nicht der gleiche, der dir zuteil ward. Es war Belhala, der mir die Wahrheit vor Augen führte und mir gezeigt hat, dass die Göttin uns doch schon vor langem verlassen hat. Besser sich den lodernden Feuer anzuschließen, als der verglommenen Glut vergangener Zeit nachzutrauern. Du sprichst im Fieber, Aidan. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Schwester, du begreifst nicht. Die Flammen, in denen Kurkum unterging, haben mir den wahren Pfad offenbart. Die Lehren Belhalas. Wenn du die ersten Schritte begonnen hast, wirst du auch verstehen. Lasse dein verblendetes Bild der Löwin fahren und blicke der Wirklichkeit entgegen. Du bist diejenige, die verblendet ist, Aidan. Denn du kannst dich hinter dem Schleier der Flammen Kurkums blicken und begreifst nicht, welcher Abgrund sich für dich auftut, wenn du den falschen Weg weitergehst. Kämpfe dich dagegen an, junge Schwester. Entfessle die Kraft, deine wahren Feinde zu erkennen und zu vernichten. Nur unter dem Banner der Magdalenata wird sich dein Schicksal erfüllen. Deine letzte Prüfung warte auf dich, Rulana. Töte Brennuir und empfange die Weihen Belhalas und erfahre, was wahre Stärke bedeutet. Alles wird besser sein als früher. Hör nicht auf sie, Rulana. Sei stark und folge dem tapferen Ruf deines Herzens. Meine letzte Prüfung. Ich habe nie ganz verstanden, was die Göttin im Tempel mit mir als letzte Aufgabe prophezeite, als sie mir dort in Kurkum erschien. Egal welcher Schmerz dein Verrat für mich bedeutet, ich werde mich niemals von Rondra abwenden. Wenn du dich nicht eines anderen besinnst, steht mein Schwert gegen deins, Aidan. Auch für Unbelehrbarkeit hat Belhala ein Heilmittel. Dann folge dem Ruf deiner tapferen Löwin, Rulana, in den Tod. Magdalenatas, zeigt euch zu den Waffen. Für Belhala. Mhm. Also wir gehen gleich auf defensiven Kampfstil über. Bei beiden. Und hauen erstmal Aidan um. Ich mach das schon. Alle mal hergehört. Okay, erstmal sollten wir die Schwächeren umhauen. Ich mach das schon. Kurkum! Oder uns erstmal zurückfallen lassen. Wo wir etwas engeren Raum haben. Thank you.
alle mal hergehört.